Liane Dedekind war 28 Jahre lang Revierchefin bei den Pinguinen. Jahre, die verbinden. Auch als Rentnerin hält sie engen Kontakt zum früheren Revier. Guten Morgen, guck mal, wen wir mitgebracht haben. Hallo. Besuch. Ja. Liane. Guck mal, das ist der Zotteling, kennst du noch. Und Zwicke kennst du auch noch. Ja. Jugendfrust ist immer gut. Also. Du auch, Kopf? Ja, aber die hat ihren Namen von dir bekommen. Das ist Benny. Benny. Das genau. Ist noch Benny. Das ist Benny, genau. Benny, das ist deine Benny. Da haben wir ja gekämpft, dass Benny nicht wegging, ne? Ja. Wie ein der Sage haben wir gekämpft. Ja. Und Dolly kennst du auch noch. Dieses alte Dame. Ja, auch schon eine ältere. Die sich immer nicht entscheiden konnte. Und Franzi, die kennst du auch noch. Franzi kenne ich auch noch. Na. Ja, Mensch, da wird ja, da die grauen Zellen werden aktiviert, um euch alle wieder beim Namen zu nennen. Ja. Aber alle kriege ich heute nicht durch. Das muss ich auch nicht. Zur Unterscheidung tragen die Pinguine bunte Plastikringe. Ein altbewährter Reviertrick. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte auch nicht das komplette fotografische Gedächtnis, dass ich jetzt zu meiner Zeit alle Punkte mir aus... Also man hat sich die markant, das sind Sternchen damals und viel Punkt und wie sie alle hießen. Aber alle konnte ich mir nicht mehr... Geh mal hin. Guck mal, ich bin eigentlich ganz, ganz lieb. Ja? Und eine schöne Kette hast du und eine Uhr zum Spielen. Da könnte man schön dran. Eine Uhr. Ja. Die kann man ja vielleicht auch abmachen. Guck mal. Ja, probier mal. Wie die ist schön billig, ne? Die kannst du ruhig kaputt machen. Ja, pass mal auf, wenn er dir das Rad da abbaut. Ja. Schnürsenkel sind auch ganz, und, ganz groß. Und das darf er nicht kaputt machen. Das ist ein Andenken von meinem Enkel. Das hat er mir geschenkt. Ich hätte zwar lieber einen Pinguin umgemacht, aber das habe ich nicht. Liebling Romeo. Bei den Pinguinmännern gibt es aber auch noch ganz andere Typen. Das Dekolter-Revier des Tierparks. Raubvogelpfleger Mirko Klenz macht die Urlaubsvertretung bei den Seglern. Vorbei an Kollegen Kai Weichbrot und Reviertierpfleger Mario Hammerschmidt geht es zum Seekuhbecken des Elefantenhauses. Die Reinigung ist schon in vollem Gang. Bevor sich auch Mirko Klenz ans Werk macht, kommt erst noch das Hallo bei seinen Schützlingen. So, dann schauen wir erstmal, ob alles in Ordnung ist. Seekühe sind alle im hinteren Teil. Muss ich dann nachher von oben nochmal schauen. Dann gehen wir mal weiter zum Filter. Seekühe werden auch Nagelmanatis genannt. Guten Morgen, meine Lieben. Ihr hört mich zwar nicht unter Wasser, aber wir reden mit unseren Tieren trotzdem. Jetzt kommen sie hier an. Der Wels begrüßt mich hier schon als Erster. Der holt sich dann nachher im Laufe des Tages noch seinen Fisch bei mir ab. Ansonsten haben wir hier drinnen zwei Kühe und zwei Bullen. Die Kühe sind die großen, die Bullen sind die beiden kleinen. Theresa, Lisa und Humboldt und Kolumbus. Die Männer Humboldt und Kolumbus gehören zu den schüchternen Vertretern ihrer Gattung. Nicht so die fast blinde Theresa. Guten Morgen, meine Gute. Na, Theresa, ich habe noch nichts für dich bei. Nachher bekommst du was. Sie hat sich jetzt was erhofft. Aber ich habe jetzt noch nichts bei. Ja, soweit ist alles okay. Dann gehen wir ans Tageswerk. Auf. Dann haben wir hier unseren Überlauf vom Seekuhbecken mit den Grobfiltern, die erstmal die Schwebstoffe, die auf der Oberfläche schweben, abfiltern. Zuerst wird der Filter gereinigt. Danach kommt der Kescher zum Einsatz. So, dann fischen wir hier mal die Oberfläche ein bisschen ab. Die ganzen Schwebstoffe, Futterreste von gestern, Blätter von den Bäumen. Von den Elefanten kommt auch immer mal ein bisschen Heu angeflogen, wenn die Kollegen drüben kärchern. Das schwimmt dann auch hier
so hat man immer so seins zu tun. Die Beckenreinigung ist kaum eine Arbeit für Wasserscheue. Bei den Elefanten wird niemand so schnell nass. Bei den Seekühen sollte man ein guter Schwimmer sein. So mancher landet unfreiwillig im Becken. Ich bin ja noch relativ frisch hier in dem Revier, ne, aber ich weiß von Vorgängern, dass sowas durchaus mal vorkommen kann. Wenn hier oben so ein bisschen Wasser auf der Kante ist, dass man mal mit dem Stiefel weggleitet und so weiter, dann fällt man auch mal rein. Aber wir sind ja nicht wasserscheu, wir sind ja Taucher. Und dann schüttelt man sich kurz, zieht sich um und dann ist wieder gut. Und wann wird endlich das Futter serviert? Vom Baby zum springenden Kobold. Seit Moran Maki Max seine Unabhängigkeit entdeckt, ist nichts mehr sicher vor ihm. Auch nicht die eigene Familie. Man sieht, ist der kleine Max ziemlich aktiv geworden. Der ist ja jetzt 2 Monate alt. Und jetzt geht er so langsam von der Mutter runter und fängt hier so ein bisschen an, wilde Sau zu spielen. Die Uta, die interessiert das nicht sehr. Die ist da relativ cool und lässt ihn gewähren. Ne? Mutter Uta kann sich das leisten. Sie ist der Boss. Als dominantes Weibchen buttert sie Sohn Lenny und Vater Brutus ganz schön unter. Die werden nun auch noch von Max genervt. Die Männer sind halt unter Stress. Ne? Der Vater sowieso, der Brutus, der hat eh nichts zu sagen. Und der Lenny jetzt auch. Hallo. Ja? So, jetzt müssen wir... Hallo. Hallo, Lenny. Auch wenn Max schon ganz gern mal den Großen spielt, sucht er immer wieder Geborgenheit und Schutz. Mit dem Tragen ist immer noch dasselbe. Ne? Die hängen so in der Leistenbeuge wie am Anfang. Und die Trageposition, die ändern sie eigentlich erst, wenn sie ziemlich alt sind. Dann, wenn sie nicht mehr so reinpassen, dann setzen sie sich auf den Rücken drauf. Also typische Trageposition, auch mit diesem eingeschlagenen Schwanz. Ne? Entwöhnt wird spätestens im 6. Lebensmonat. Bis dahin ist Mutter Uta der wichtigste Bezug für ihren Jüngsten. Der hat ja schon noch Kontakt zur Mutter und der trinkt ja auch noch Milch, ne? So ist nicht. Der frisst jetzt zwar auch schon kleingeriebene Sachen mit, also Apfel und Möhre und so kleingerieben, aber die Hauptnahrung ist ja doch noch die Milch. Ne? Ja. Entwöhnt hält sich Max immer öfter an die anderen. Je älter die Kinder werden, desto mehr haben sie auch Kontakt zu den Geschwistern und zum Vater dann auch. Ne? Der Brutus, der übernimmt dann wirklich so eine... Die Vaterrolle, die kommt erst später, ne, so zum Tragen. Die Kinder ein bisschen älter sind und sich von der Mutter lösen, dann spielt er auch mit denen. Ja. Und Lenny und Brutus haben eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis, muss man sagen. Die sitzen oft zusammen. Und so wird das mit dem Kleinen dann auch werden. Ne? Ja. Mutter Uta und ihre 3 Männer. Doch wer weiß. Vielleicht ist der nächste Nachwuchs zur Abwechslung mal ein Mädchen. Bis es soweit ist, bleibt Max das Nesthäkchen dieser schrecklich netten Familie aus Madagaskar. Der Zoo Berlin. Das ist Menschenaffe Ivo. Was er so treibt, wenn er allein ist, wer weiß das schon. Gorillamann Ivo hat sich eine Wunde am Kopf zugezogen. Woher, ist unklar. Um einer Entzündung vorzubeugen, wird die Wunde regelmäßig untersucht. Dabei zahlt sich das Klickertraining aus, mit dem die Tiere ihre Kommandos lernen. 3000 Sachen für dich, Dicker. Das. Ivo wartet schon. Na, mein Großer.
Bist du bereit? Zwei, die sich verstehen. Julian Thesö hat Ivos vollstes Vertrauen. So, gucken wir mal, wie deine Wunde aussieht. So. Ja, das kennst du doch. Ja, fei. Das Stäbchen ist schon für ihn ein Signal, dass er seine Wunde da zeigt. Aber wie ich schon gesehen habe, ist da nichts mehr. Ist alles super verheilt. Hat ein bisschen lange bei ihm gedauert. Selbst mit dem Medikament hat ein Weilchen gedauert, bis er wirklich nicht mehr dran gepult hat. Aber mittlerweile ist wirklich sogar schon Fell rübergewachsen. Da sieht man gar nichts. Zeit für die regelmäßige Ölkur gegen rissige Hände. So, Ivo, komm mal her. Komm mal hier. Fei. Ivo, left hand. Mach mal richtig raus hier die Hand. Passiert nichts, oder? Mach mal richtig raus hier. Und das vorm Fernsehen, Ivo. Fein. In letzter Zeit ist es wirklich sehr gut geworden mit seiner Haut. Schlimmer ist es wirklich dann halt im Winter, wenn in den Käfigen die Luft zu trocken ist und dann die Haut langsam rissig wird. Aber zwischendurch mache ich einfach auch die Übung mal, dass er daran gewöhnt ist, dass es für ihn nichts Schlimmes ist. Was, falls es dann wieder im Winter dann auftritt, dass man es jederzeit dann behandeln kann. War? Machen wir noch die andere Hand. Ivo right hand. Nein, nicht mit dem Mund, du. Ivo right hand. Hier, die rechte. Ah, perfekt. Fein. Erst der Klick. Und dann die Erdnuss, damit sich Ivo sein braves Verhalten merkt. Ivo, ich meine Stocker. Fein. Perfekt. Ja, perfekt heute. Das Stöckchen geben ist nicht ohne Absicht. Ja, jetzt im Sommer natürlich, wenn es wieder rausgeht auf die Außenanlage. Leider gibt es da mal so Besucher, die der Meinung sind, unseren Tieren irgendwas rüberwerfen zu müssen, was sie nicht haben sollen. Und deswegen trainieren wir das, dass sie uns das wirklich alles wiedergeben. Gorillas sind Allesfresser. Gut, wenn zu einem angestoßenen Kopf nicht auch noch ein verdorbener Magen hinzukommt. Nach dem Training gibt's wieder Freizeit für Ivo. Fütterungszeit bei den Humboldt-Pinguinen. Heute mit der ehemaligen Revierchefin Liane Dedekind. Bei ihrem Besuch auf der Anlage trifft sie auf altbekannte Gesichter. Hans. Den Hans kennst du ja auch noch, ne? Der hat sich aber nicht als Hans. Hans, ja, der hat sich denn die Dolly genommen. Der war dann alleinstehend, weil er auch Witwer wurde. Und Hans und Dolly. Hans und Dolly, genau. Es gibt Neulinge. Ein namhafter Politiker ist auch dabei. Gregor kennst du noch nicht. Gregor, wo ist denn der überhaupt? Hier ist Gregor, der den Tisch gerade trifft. Das ist Gregor. Das ist Gregor. Weißt du, warum der Gregor heißt? Ist er katholisch? Nein. Nee. Guck mal seinen Ring an. Wo hat denn der seinen Ring? Zeig mal. Gregor Gysi. Gregor ist ein ganz Lieber. Da kann man auch wunderbar zum Beispiel Nestkontrolle machen. Der hackt einen da nicht doll oder so. Also, der ist ein ganz Lieber. Ganz lieber, aber der hat trotzdem Plastik hinter den Ohren, der Gregor. Wieso? Habe ich was verpasst in meinem Urlaub? Ja, ich habe ihn beobachtet. Beim Fremdgehen. Was? Ja. Was ist fremdgegangen? Gregor. Lolli, seine Frau bebrütet das Ei und ich sehe ihn hier früh mit der anderen rummachen. Einfach so. Und wer war sie? Mit Festus. Ach. Ja, aber Festus war der Meinung, nee. War noch zu früh, oder? Ich will das nicht. Du bist verheiratet, hat sie genau gesagt. Genau. Ja.
Ich will nichts mit verheiraten. Das kann anfangen. Ja wohl nicht wahr sein. Gregor. Da erfährt man ja schlimme Sachen hier von euch. Hm? Und als ich dann rumkam zum Frühstück geben, da saß er mit Lolli in der Höhle. Ich hab gesagt, Gregor, so mein lieber Freund. Das kann ja nicht wahr sein. Der macht ja sonst immer so einen Bodenständchen, sag ich mal. Naja, Gelegenheit macht Liebe. Kommt den besten Familien nicht, vor. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Und sowas haben wir doch eigentlich auch noch gar nicht beobachtet beim Pinguin, ne? Bei Pinguin nicht. Nee. Denn sonst sind die doch eigentlich immer schön brav. Aber vielleicht, weil sie uns das dritte Mal brüten und nie was rausgekommen ist. Ja. Vielleicht denkt er, er müsste sich jetzt mal neu orientieren? Eine neue Frau suchen. Mhm. Oder es war ihm langweilig. Pinguine leben in festen Beziehungen. Aber die Ausnahme bestätigt auch hier die Regel. Hast du noch einen von dir? Wohin hast du denn zwei genommen? Okay. Nee, der war nicht schön genug, die Anne. Da muss ganz explizit sein, ja? Ja. Da ist er ganz eigen. Oh. Sonst ist es so, als wenn ich immer hier gewesen wäre. Komisch, ne? Ja. 5 Jahre ist ja auch kein Ziel. Na ja. Na gut. Gut. Hat mich gefreut, ihr zwei. Ja. Jederzeit immer wieder gerne. Gehen wir hoch? Gehen wir hoch? Gehen wir hoch. Gehen wir hoch. Sonst fühlen sie sich dann doch irgendwo ein bisschen betrunken. Ach, ich glaube, das Intercity ist ja nicht mehr so nötig. Für die Pflegerinnen geht es zu den Bremmenpinguinen und deren dreisten Mitbewohnern. Ey, was ist denn hier? Ja, ich hier arbeitet. Fort hier. Ach Mensch. Boah, ey, wirklich. Immer zum ungünstigsten Zeitpunkt Mutter hier. Mit Kind Frauen hier. Halt hier. Ja, Frauen und Kinder zuerst, ja? Bzz. Bzz. Ist ja unglaublich. So, kleiner Mann. Hallo. Na, schneid du mal dein Grünzeug weiter, war interessiert mich. Ich bin ja fertig. Nicht, was macht er denn der Bursche hier? Na? Frech sein. Nach grünem Gras. Ey, der hat aber einen dreckigen Finger, der Onkel war. Ja, das ist unser Timang. Unser Java-Leopardenkind. Also Baby natürlich noch. Ganz handsam. Und ziemlich ängstlich. Die Kamera scheint ihm nicht ganz geheuer. Ey, das ist nicht schlimm. Timang, das ist nicht schlimm. Da muss man nicht so frech sein. Ja, da haben wir ja dieses Jahr nur ein Jungtier bei den Java-Leoparden. Ist ja unser zweiter Wurf. Und da wir jetzt die einzigen weltweit außerhalb Indonesiens sind, die die züchten, ist das natürlich ein gigantischer Erfolg. Es ist zwar, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ein Männchen. Natürlich hätten wir uns noch mehr gefreut, wenn es ein Mädchen gewesen wäre. Ich nicht. Ja, ihr braucht männliche Unterstützung, weil wir euch sonst unterbuttern, ich weiß. Haha. Wir sind sonst diskriminiert hier. Kannst ja zur Diskriminierungsbeauftragten gehen, so. Aber es ist einfach, es ist in dem Falle bei den Java-Leoparden eigentlich egal, ob Männchen oder Weibchen, Hauptsache es ist ein gesundes, lustiges Kind, weil es die einfach in den Zoos eben nicht mehr gibt. Wie auch im Regenwald der Insel Java, mit weniger als 250 Tieren. Jede Nachzucht dieser seltenen Tiere ist ein Glücksfall. Also jetzt sieht man auch so ganz toll hier diese schöne Zeichnung. Also wirklich ganz schöne Tiere. Timang, ein kleiner Prinz, so will es der Name. Timang heißt der Adlige oder Raubkatze. Adlige Raubkatze. Und man sieht es ihm schon an, also was Besonderes, ne? Kleiner Mann? So, gehst du mal fix auf die Waage, damit wir mal wissen, wie viel du wiegst. Ja, komm. So, ganz kurz mal stillhalten. Zwei Kilo, 205, ja. Ich glaube, das ist gut. Super zugenommen. Ey, das ist ja prima. Soll ich dir noch ein bisschen Milch anrühren? Ja, er hatte jetzt immer ein paar Tage, wo er etwas rückläufig im Gewicht war. Woran es gelegen hat, ob er da vielleicht eine kleine Infektion durchgemacht hat oder so, wissen wir nicht.
Da haben wir halt einfach ein bisschen mit dieser Katzenaufzuchtmilch zugefüttert. Und die hat er dann sofort auch genommen. Also man hat auch gemerkt, er hat Durst. Ich vermute, dass die Sinta nicht mehr allzu viel Milch hat. Ist halt bei manchen so. So, ich würde mal schnell die Milch machen. Kannst du mal einen Blick aufs Kind werfen? So, wir haben es erst mit dem Fläschchen probiert, aber das fand er nicht so gut. Also 3 Tage hat er zwar draus getrunken, aber dann hat er sie verkloppt, die olle Flasche. Und dann habe ich es mit dem Teller probiert und das geht auch ganz schön. Bei der Aussicht auf Milch wird Timang plötzlich so zahm wie ein Kätzchen. In der Nähe der Dickhäuter wohnen die Buschläfer. Man glaubt es kaum, Elefant und Seekuh sind die engsten Artverwandten dieser afrikanischen Nager. Urlaubsvertretung Mirko Klinz schaut nach dem Rechten. Meine lieben Buschläfer, da bin ich. Kaum, dass man erscheint, ziehen sie sich zurück. Buschläfer leben in felsigen Gegenden. Sie sind geschickte Kletterer. Droht Gefahr? Dann bringen sie sich blitzschnell in Sicherheit. Buschläfer sind auch sehr pflegeleicht, sind sogenannte Platzkoter, die haben eine feste Toilette, die sie alle aufsuchen, die gesamte Gruppe. Und da muss man nur an dieser einen Stelle sauber machen und nicht in der ganzen Anlage auf Suche gehen. Spurlos verschwinden, das ist ihre Spezialität. Jeder Winkel wird zum Versteck. Im Moment sind ja bloß 4 zu sehen, 2 sitzen im Eingang, 2 oben und das Jungtier, also 5 mit Jungtier. Der Rest ist irgendwo in den Spalten versteckt und im Haus wahrscheinlich. Und das Problem dabei ist, wenn ich jetzt ins Haus gehe, dann rennen sie vom Haus wieder raus. Und wenn ich rumlaufe und von außen gucke, dann rennen sie wieder rein ins Haus. Also alle gleichzeitig sieht man nur, wenn man sie wirklich einsperrt im Haus und dort dann fixiert. Oder mit versteckter Kamera beobachtet. Die Minikamera ist von Technikassistent Ralf Teschner schnell montiert. Mal sehen, ob es klappt. Machen wir zu. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken, meine Lieben. Ich gehe jetzt abwaschen. Der Plan geht auf. Bei versteckter Kamera futtern die 12 Scheunbuschläfer ganz unbesorgt. Milch für Timang. Der kleine Java-Leopard wartet mit einer Engelsgeduld. So. Und das, obwohl er erst 8 Wochen das alt ist. Reicht. Du hast Durst. Der ist doch zu niedlich, hä? Die kleine Hühnerbrust hier. Hast du deine kleine Hühnerbrust, ja? Die ist noch ein bisschen heiß. Muss mal ein bisschen abkühlen lassen hier auf dem Teller. Tja, setzen da einfach mal auf. Guck mal, Hasi. Deine Leckermilch. Ja, muss ich erst mal gucken. Wenn, war das noch zu warm? Nö. Eine extra Portion für Timang. Aus gutem Grund. Wir wollen ihn ja nur unterstützen, dass ihm da nichts passiert, wenn so ein Kleiner, der eben ein bisschen über 2 Kilo wiegt, doch auf einmal so massiv abnimmt, dann muss man da eben halt ein bisschen eingreifen und das ist eben das Schöne, dass wir es können. Ne? Spätestens mit 12 Wochen ist Timang alt genug für Fleisch. Bis dahin gibt es leckere Milch. Wenn es aber gut schmeckt, ne, dann darf man auch schmatzen. Ja, das reicht dir nächstes Mal dann auch. Mir schmeckt es immer gut. Du schmatzt nicht. Du bist nicht so süß wie der.
Schluck für Schluck nimmt Timang zu. Das ist lustig, wie die Waage immer schwerer wird. Also, na, die Waage wird ja nicht schwerer. Also, das tut der Teig bis jetzt, ja, das ist ja die Idee. Wa? Nicht schlecht, oder? Haben sonst rüber mit in den Pausenraum genommen. Aber wenn das so geht, ist natürlich cool. Das wäre echt eine gute Lösung. Gut, oder? Ja. Das ist wie bei so einem wissenschaftlichen Experiment. Das ist ja schon bei 80. Penible Gewichtskontrolle ist angesagt. Es geht ja immer was daneben, was die daneben spucken oder was daneben läuft. Also man sollte schon, wenn man jetzt halt zufüttern muss, eben wirklich auch kontrollieren, wie viel die Jungen auch wirklich zu sich genommen haben. Also, und wenn halt, wenn man sie vorher auf der Waage hatte und hinterher auf der Waage hat, dann weiß man genau wie viel eben im Tier ist. Ne? So, er weiß seine Zahl, bei 100 hört er auf. Du, guck mal, ein ganz kleiner Schluck ist noch da. Möchte die noch auflutschen? Dann ist sowieso alle. Aber weißt du, kannst du dir gleich angewöhnen, dass man keine Reste liegen lässt. Hm? Ja, siehst du. Kannst du noch den Teller abputzen? Na prima. Ja, du bist ja ein guter Dor. Ja, und das war's. Ist er sauber? Ja, ist sauber. Mittagstief bei der Orang-Utan-Familie. Die Sonne macht träge. Zum Glück gibt es gleich einen Energieschub, der nicht nur gesund ist, sondern auch noch besonders lecker schmeckt. Und zwar gibt es heute Quarklöße, das gibt es bei uns einmal die Woche. Darauf fahren unsere Menschenaffen richtig ab, das mögen sie sehr. Ist natürlich auch, wie gesagt, kein tägliches Futter, das kriegen sie einmal die Woche und insofern ist das dann für die ganz besonders interessant. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Weizenkleie reingemacht und auch ein bisschen Bierhefe, damit das Fell schön glänzt. Jetzt kommt eben der Quark, damit sie auch da ihre Eiweißration bekommen, tierisches Eiweiß, wohlgemerkt. Noch ein paar Haferflocken. Und natürlich für die Energie am Tag Traubenzucker. Das sind eben Rosinen. Das ist natürlich auch immer sehr gerne fressen, was wir sonst nicht bekommen. Die Klöße werden auch nochmal in Kleie gewälzt, damit es sich so an den Händen klebt. Für uns nicht und für die Affen nicht. Nehme ich auch gleich noch ein bisschen Ascorbinsäure. Das ist ja pures Vitamin C. Weil ich größere Hände habe, bei mir mal ein bisschen größer ausfallen. Gibt hier Kollegen, da sind sie nur halb so groß. So, dann wollen wir unseren lieben Äffchen eine kleine Freude bereiten. Manu Bini! Ich hab was Leckeres. Kommt mal her. Mutter Bini hört's als Erste. Hey! Heute gibt's Klöße. Danach kommt Vater Manu hinzu. Orang-Utan-Kind Bulan drängelt sich vor. Ja, du hast auch schon festgestellt, dass das schmeckt, wa? Erstmal der Papa. Ja, du kriegst doch auch was. Ja, das genießen die natürlich. Das ist für sie so eigentlich so das Leckerste, was sie so bekommen in der Woche. Obst, Gemüse bekommen sie jeden Tag. Sind ja auch schöne Sachen dabei. Manu bunkert. Ist ganz klar, dass der erstmal alles, was er kriegen kann, gerne haben möchte und die Hand aufhält. Was er hat, das hat er denn. Ja, packt sich das erstmal beiseite und will natürlich immer mehr, klar. Da wird der Mund vollgestopft und gleich wieder die Hand rausgehalten. Du hast doch den Mund voll. So, jetzt würde ich aber an deiner Stelle verschwinden, sonst wird mich gleich geklaut. So, weg ist er. Ja, du kriegst auch noch was.
Ja, Bini ist mit dem Futtern schnell. Ja. Ah, da, nee, die hatte auch noch eine Hand, was die hat. So, glücklich und zufrieden? Nee, hab ich nicht. Nur hier ein paar Krümel. Komm her. Da. Der letzte Rest geht an das Familienoberhaupt. Danach genießen alle ihre Leckerbissen. Ein Festschmaus für die Orang-Utan-Familie, die sonst vor allem vegetarisch lebt. Da werden die Finger schon mal abgeleckt. Das Halbaffenhaus im Tierpark. Flaschenkind Xena soll auf die Waage. Dabei ist sie ein Zappel-Philipp. Und dann hat das Diana-Meerkätzchen auch noch einen starken Klammerreflex. So wie alle Babyaffen. Komm raus. Keine leichte Aktion. Komm, Xena. Das wird dir nicht gefallen, ne? So, jetzt gucken wir mal, was du wiegst. Ui. Nee, 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 nee. Bleib mal drin. Nee, wusste ich nicht fest. Ja, ja. Richtig rein. 520, ja. Aber das sind so. So ungefähr. Also 90 Gramm mehr als vor 2 Wochen. Ja, ist ja gut. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Komm mal her, jetzt kriegst du denn. Ja, 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 ja. Das ist blöd, ne? Ohne Stofftier ist das alles doof, wenn man sich nicht kümmern kann. Mal trinken. Mit 3,5 Wochen hat sie schon einen ordentlichen Zug drauf. Pro Flasche trinkt sie bis zu 35 Milliliter. Nicht alles davon landet im Bauch. Einen Teil der Babymilch bunkert Xena in ihren Backentaschen. Was zum Haar? Nee, kann nicht sein, was vor uns war. Was guckst du denn da aus? Die Meerkatzenartigen haben sogenannte Backentaschen. Das sind so Ausstülpungen, wie man das kennt auch von Hamstern. Und da können sie halt Futter bunkern, ne? Wenn man das mal beobachtet hier im Haus, wenn die also Futter bekommen, die Affen, dann wird erst alles rein in den Mund, werden die Backentaschen immer größer, so dass es aussieht, als hätten die Affen Mumps. Und dann wird das wieder vorgeholt. Und das sieht man bei ihr, kann man das jetzt an der Seite auch so ein bisschen sehen, dass das dicker wird, sehen Sie? Da wird das dicker. Und wenn sie aufstößt, wenn sie so ein Bäuerchen macht, dann füllen die Backentaschen sich auch manchmal. Das ist ganz lustig. Ja. Dein Bauch ist dick, du bist gut gefüllt. Ja. Gott, mehr brauchst du gar nicht, ne? Was ist das jetzt schon? Wo war das jetzt? 35 und nicht. Ja. Noch ein Bäuerchen. Und dann ist Xena bereit für ihren Verdauerschlaf. Die Dickhäuteranlage. Sehnsüchtiges Warten bei den Seekühen. Gleich ist Fütterungszeit. In freier Wildbahn vertilgen die schwimmenden Dickhäuter pro Tag bis zu 90 Kilogramm Wasserpflanzen. Ähnlich gut sind Salatköpfe. Am besten gleich stiegenweise. Bisschen sportlich muss man bei uns auch sein. Füttern ist die beste Methode, um an die Seekühe heranzukommen. Besonders zutraulich ist Theresa, die halbblinde Seekuh. Manch einer muss sich vor ihren Avancen regelrecht in Acht nehmen. Davon kann Mirko Klenz ein Lied singen. Die hat mich auch schon mal unter Wasser umarmt, einfach mal so mit ihren Vorderflossen. Ein kleiner Schreckmoment gewesen. Weil die wiegen ja doch ganz schön viel, die können bis 680 Kilo schwer werden, wenn ein so ein Tier unter Wasser dann umarmt und ein bisschen runterdrückt. Ach, jetzt kommt sie gerade, wenn er gucken. Theresa. Ja, man erwischt sich immer selber dabei, dass man ruft. Ja? Das hört sie natürlich nicht, wenn ich jetzt hier Theresa rufe. Aber irgendwie macht man das automatisch mit.
Reagieren tut sie auf das Plätschern. Jetzt haben wir hier eine Aubergine, ein Stück von einer Aubergine, das ist ihr Lieblingsfutter. Mal schauen, ob sie sich von dem Salat ablenken lässt. Da sieht man auch schön mit den Lippen, mit denen sie eben arbeitet, mit denen sie sich das Futter ranzieht. Na, jetzt hast du es verloren. Musst dich schon anstrengen. Will gefüttert werden wie ein Baby. Und das vor den staunenden Besuchern. Ja, ist fein. Guck mal, hier hast du noch eine. Und da musst du aber auch ein bisschen Salat fressen, ja? Es gibt nicht nur Schokolade. Aubergine ist wie Schokolade, ihr Lieblingsfutter. Aber natürlich frisst Theresa auch Salat, wenn es denn unbedingt sein muss. Futterreste und Algenpartikel setzten sich am Beckenboden fest. Sauberkeit muss sein. Und so macht sich Merkur Klenz bereit für den Tauchgang. Die Reinigung des Beckenbodens steht an. Die Bastölpel haben ihr neues Zuhause schon fest im Griff. Die Brillenpinguine halten lieber Abstand. Na, wer bist du denn? Der spielt immer. Hallo. Wirst du gleich sehen. So schön, spiel mal ruhig mit mir. Hast du hübsche Augen? Ja. Oh. Ich hab gehört, du kannst fangen. Wollen wir das mal üben? Üben, genau. Okay. Das ist nicht dein. Oh, jetzt kommt die Pinguine aber ran. Komm her. Die Pinguine sind in der Überzahl und haben die älteren Rechte. Doch die Bastölpel geben schon jetzt den Ton an. Schüchtern geht jedenfalls anders. Der ist nicht schön genug. Nee. Der besser? Ganz schön dreist, diese Bastölpel. Oh, ist fein. Ist das normal, ja? Dass normal. Die rumdaddeln mit dem Fisch. Normal. Ach, der war besser. Okay. So, noch ein. Mann, haben die große Füße. Hilfe! Große Füße, große Schnäbel. Also möglichst deine Hand nicht so halten. Aha, okay, okay. Aber es ist interessant, der Blick mit diesen hellen Augen. Ne? Mhm. Irgendwie haben die ja was. Fisch ist die Hauptnahrungsquelle. Und was fressen die jetzt am Tag so ungefähr? Eigentlich wie Brillenpinguine. Ja? Also ich sag mal so 5, 6 Fische. Ja? Mhm. Ja? So war jetzt der Schnitt momentan. Wollen wir mal hier probieren, ob ich hier was loswerde. Ach, hallo. Sag mal, klauen die aus den Höhlen, Jenny? Ja. Die machen Selbstbedienung? Auch. Die sind hier aus den Kisten geklettert und haben gesagt, oh, coole Anlage. Die gehört uns jetzt. Aber die nicht klauen, klaut der Reiher. Das ist aber nicht nett, ne? Au! Und von drinnen kriegt man auch noch Feuerwehr. Schubst sie doch mal ins Wasser, dann können sie mal eine Runde baden. Geht mal ins Wasser, ja. Das dürfen sie nämlich jetzt auch nur noch ab und zu mal. Los jetzt, Jungs und Mädels. Masch, masch. Einmal schwimmen. Und rein mit euch. Jetzt kommt Besuch. Die haben hier irgendwo in der Nähe ihre Nester und die wissen ganz genau, nachmittags wird gefüttert nochmal. Denn die klauen ja alles weg. Nehme ich eben den, genau. Die kennen da gar nichts. Tja. Zu spät. Dreister. Geht immer. Ja, und was macht man denn als lieber Tierpfleger? Rennt hin und legt noch mal ein paar Fische hin. In der Hoffnung, dass er sich wenigstens einen dann holt, ne? Der Pinguin. Ja, du hau mal ab. Och, Kinders. Das ist was zum Essen, ja? Ihr solltet es mal probieren. Auf zum Becken. Merkur Klenz geht auf Tauchgang. Danke, danke.
Der Boden des Seko-Beckens braucht Reinigung. Und das von Hand. Eine Aufgabe, die nicht ohne Tauchausrüstung geht. Die Pumpe filtert nur Grobpartikel. Voll gespritzt. So, dann sind wir im Wasser drin. Seekühe sind bedächtige Tiere und Vegetarier. Taucher stehen nicht auf ihrem Speiseplan. Mirko Klinz kann entspannt sein. Ich wusste ja von meinem Kollegen, dass die recht zutraulich unter Wasser sind, vor allem die Theresa, dass sie mir nichts tun, das war mir klar. Also da habe ich keine Angst gehabt. Und das ist natürlich eine ganz andere Form der Tierpflege. Mit den Tieren in einer Anlage unter Wasser hier zu schwimmen, ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt mit den Vögeln arbeitet, die zwar auch in demselben Käfig sind, aber ist ja ein anderes Element. Mirko Klenz ist die meiste Zeit Raubvogelpfleger. Für die Urlaubsvertretung bei den Seekühen hat er extra einen Tauchschein gemacht. Mirko Klenz macht sich ans Schuppen. Theresa spürt seine Anwesenheit durch Schallwellen. Das mühsame Schrubben von Hand steht einmal wöchentlich an. Sonst setzen sich Algenpartikel und Futterreste fest. Das Bodenschrubben ist eine Sisyphusarbeit, die jedoch auch ihre Vorteile hat. Eine Strapaze mit meditativer Wirkung, die scheinbar auch auf die Seekühe abfärbt. Die Tiere geben sich völlig entspannt. Und dann belohnt sich Mirko Klenz für die aufwendigen Putzarbeiten durch einen Unterwassertanz mit den Seekühen. Am liebsten mit der zutraulichen Theresa. Kuscheln unter Wasser. Das mögen sie beide. Taucher wie Seekuh. So. Mal Feierabend, ne? Xena. Das Diana-Meerkätzchen wird reisefertig gemacht. Das ist ganz einfach. Das ist ein Korb, der ist ausgepolstert. Ne? Da legt man die einfach rein. Wenn es jetzt zu kalt ist, müsste man noch eine Wärmflasche reinpacken. Aber das ist ja warm im Moment. Die schläft zwar von 11 Uhr abends bis morgens um 7, 8. Brauchst das erste wieder, aber dazwischen muss ja auch gefüttert werden. Hier ist Dienstschluss um 5. Da muss man die schon mit nach Hause nehmen. Wenn sie das mal nicht mehr braucht, also wenn die Abstände länger werden mit dem Trinken, dann kann man es dann auch über Nacht hier lassen. Aber noch nicht. Muss man halt aufpassen, hier muss natürlich Luft dazwischen sein. Ne? Da muss Luft reinkommen. Das wird jetzt nur so zugemacht, damit sie nicht im Auto rauskrabbelt. So, dann gehen wir. Kurator Andreas Pauli nimmt Flaschenkind Xena über Nacht mit nach Hause. So. Na gut. Das Diana-Meerkätzchen verabschiedet sich für die Nacht von seinen Eltern. So, Xena, kannst du noch einmal gucken hier? Die Eltern? Guck mal. Das sind deine richtigen Eltern, ne? Xena ist das erste Kind der beiden. Ja. Leider klappt es nicht ganz mit dem Säugen. Ne? Komm her. Der Vater ist immer wieder interessierter als die Mutter, ne? Ja, da sieht man jetzt, dass sie so einen kurzen weißen Bart haben, ne? Ist nicht sehr lang. Ja. Was ist denn hier los, ne? Guck mal. Als Ersatzmutter hat Xena ein Kuscheltier. Hier los.
Das braucht sie für ihren Klangreflex. Besser noch ist die Nähe von Andreas Pauli. Naja. Schupp. Und zu. Der Übernachtungsgast